Thank you.
hören oder nicht. So steht geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 62. Kapitel. Aber am Karfreitag läutet sie ganz allein. Ihr Thema ist die Auferstehung. Ihre Inschrift lautet: Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es schlägt an, unser Bürgermeister Johnny Ansorge. Zusammen mit den anderen zu den Gottesdiensten. Sie begleitet den Pfarrer auf dem Weg zum Friedhof und den Trauerzug auf dem Weg zum Grab. Ihr Thema ist Christus, das Licht der Welt, und unsere Verheißung als Kirche, sein Licht in der Welt zu sein. Und glaubt mir, dass wenn jetzt kommt hier draußen die Sonne raus. Will uns das etwas sagen? Die Inschrift der Glocke lautet: Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Es schlägt an unsere frühere Kantorin Ute A.E. Das Gebet ist auch ihr Thema. Ihre Inschrift lautet: Christus spricht, meinen Frieden gebe ich euch. Es schlagen an Anne Jurzog und Lena Kraut, die in diesem Jahr konfirmiert worden sind. Kind Rico Komte aus Mühltopf
der bei der Verlosung in unserer Schule für diese Aufgabe ausgelost worden ist. Mit Herzen und Händen.
Stelle habe ich mir noch kurz etwas abzukündigen. Die Kollekte im letzten Gottesdienst, da gab es 102,20 Euro, war für die Arbeit der eigenen Kirchgemeinde bestimmt. Für die Glocken gingen bis zum Donnerstag 824 Euro bei der Kirchgemeinde und 598 Euro beim Förderverein ein. Das Dankopfer, das wir nach dem Segen an den Ausgängen und auf dem Kirchplatz sammeln wollen, ist für die Kosten der Bauarbeiten bestimmt. Noch hat das Darlehen, das wir zur Bezahlung der Baukosten aufnehmen müssen, eine Höhe von fast 50.000 Euro. Angesichts von Baukosten von 260.000, nicht mehr viel, aber aufgebracht werden muss es trotzdem. Der Herr segne Geber und Gaben. Wir laden herzlich ein, da zu bleiben und mit uns zu feiern. Es wird auf dem Kirchplatz ganz viel angeboten. Ab 15.30 Uhr gibt es für die Kinder auch ein Bastelangebot im Pfarrhaus. Dort kann jedes Kind seine eigene kleine Glocke gestalten. Morgen sollen die Glocken hochgezogen werden. Der Kran kommt am frühen Vormittag. Die erste Glocke ist für 11 Uhr im Plan. Es kann aber auch etwas eher oder auch eine Stunde später werden. Ja, das haben die Bauleute mir extra so mitgegeben, keine Versprechungen zu machen. Sie machen es schnell, geht, aber dann machen sie es auch zügig. Ich lade weiter ein zum Gebet für die Stadt morgen um 18 Uhr hier in der Kirche. Zum Wortgottesdienst am Buß- und Bettag um 9 Uhr hier in der Kirche und um 10.30 Uhr in der Kreuzkirche in Ebersgrün. Und zum Verkündigungsspiel der Spielgemeinde um 19.30 Uhr Buß- und Bettag in der Kirche in Kirbach. Auch ist die Neu-Ausgabe der Karten. Die Pausa-Austräger können ihre Pakete am Montagnachmittag im Fahren abholen.